Liebe Genossinnen und Genossen, klatscht nicht so lange. Ich muss ja jetzt den ganzen Koalitionsvertrag vorlesen. Das dauert ein bisschen länger. Also, nein, Scherz beiseite. Ich werde mich auf die wesentlichen Punkte konzentrieren, denn ihr habt ja alle diese 89 Seiten vor euch liegen, die es geworden sind. Und ich glaube, es ist ein gutes Ergebnis. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, des ersten Parteitages nach der Wahl nochmal zurückzugucken. Der 9. Mai, das ist ja ziemlich genau 2 Monate her. Mir kommt es schon vor, als wären es Jahre manchmal. Es ist viel geschehen, aber ich möchte gern, dass wir gemeinsam nicht vergessen, was wir dort erreicht haben an diesem Wahltag. Nach nur 5 Jahren Opposition und nach einer krachenden Wahlniederlage bei der Bundestagswahl haben wir es geschafft, dass die CDU erdrutschartige Verluste erlitten hat und dass das System Rüttgers abgewählt wurde. Und das ist und bleibt unser Verdienst, und den lassen wir uns nicht nehmen. Und am Wahlabend war es ja sehr knapp und es ging rauf und runter. Und als am Ende feststand, fehlten uns 5.882 Stimmen. Aber ohne uns ging keine Regierungsbildung. Das war auch Fakt. Kaum jemand hat uns das zugetraut. Viele von euch und ich selbst schon. Warum eigentlich? Ich war mir immer sicher, dass die 5 Jahre harte Arbeit, die wir gemeinsam investiert haben, dass die sich am Ende auszahlen werden. 5 Jahre, in denen wir uns organisatorisch und personell neu aufgestellt haben, in denen wir vor allem aber an unseren Inhalten gearbeitet haben. Und die Grundlage für unseren Erfolg war das Wahlprogramm, was wir gemeinsam erarbeitet haben. Und dafür möchte ich euch ganz herzlich danken an dieser Stelle. Ja, das war die Partei, das war die Fraktion, aber es waren auch viele von außen, die heute gerade schon in der Begrüßung genannt worden sind, sind einige dieser Vertreter, die uns immer wieder geholfen haben, unsere inhaltlichen Positionen noch besser zu gestalten. Und deshalb freue ich mich, dass so viele heute auch hier sind und viele mit uns mitgefiebert haben in den letzten Wochen, denn es war ein großes Gemeinschaftswerk. Viel harte Arbeit. Das Wichtigste aber war, und die wichtigste Grundlage war, unsere Geschlossenheit. Wir haben es geschafft, uns in dieser schwierigen Zeit, nach 39 Jahren abgewählt zu werden, uns nicht zu zerlegen und nicht in Streit aufzugehen, sondern wir haben uns eine Arbeitsstruktur gegeben und wir haben hart gearbeitet. Und dass das gelungen ist, dass wir so zusammengeblieben sind über die schwierigen Zeiten, die die Partei in diesen Jahren durchgemacht hat, das ist für mich eine der ganz wichtigen Grundlagen unseres Erfolges. Und es ist letztlich auch die Grundlage dessen, was wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben. Das ist nämlich das zarte Pflänzchen Vertrauen, was wir bei den Bürgerinnen und Bürgern verloren hatten, dass das wieder wächst. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten. Das lohnt sich. Aber alles das allein hätte auch immer noch nicht gereicht. Denn entscheidend war euer Einsatz. Entscheidend waren die vielen Gespräche an den Türen, an den Ständen, die ihr alle geführt habt. Ich war viel im Land unterwegs und ich habe schon einige Wahlkämpfe miterlebt. Aber man konnte spüren, dass diese Partei will. Und das war für mich auch eine Grundlage, in den letzten Wochen noch meine Schiffe drauflegen zu können. Denn ich habe mich, und dafür danke ich euch wirklich von Herzen, ich habe mich von euch getragen gefühlt. Danke. Wir dürfen aber auch eins nicht tun, liebe Genossinnen und Genossen, wir dürfen die Ergebnisse nicht schöner reden, als sie sind. Wir haben leicht verloren und schlimm für uns auch, die Zahl der Nichtwähler und Nichtwählerinnen hat wiederum zugenommen. Wir sind nicht die stärkste Fraktion geworden, aber wir sind genauso stark
wie die CDU. Und Rot-Grün fehlt am Ende nur eine Stimme im Landtag. Und deshalb war es gut und richtig, dass wir die Initiative ergriffen haben, bei diesem Ergebnis stand. Denn ohne uns war keine Regierungsbildung möglich, also mussten wir initiativ werden. Und ich bin sehr froh, dass wir im Landesvorstand sehr geschlossen uns darauf vereinbart haben, Sondierungsgespräche mit allen im Landtag vertretenen Parteien zu führen. Wisst ihr, wir sind ja hier quasi unter uns. Als das Wahlergebnis da war und die ersten Tausende von Mails bei uns einliefen, da habe ich gedacht, oh Gott, wie soll man das schaffen, hier die Partei zusammenzuhalten? Die einen sagten, jetzt auf jeden Fall mit den Linken. Die anderen sagten, niemals nie mit den Linken. Die dritten sagten, redet bloß nicht mit der FDP. Und die vierten sagten, niemals eine große Koalition. Ich sage nichts über die Mengenverhältnisse. Ich sage nur eins, das war ein schwieriger Prozess. Und deshalb war es gut und richtig, dass wir Sondierungen mit allen geführt haben, dass wir es transparent gemacht haben, dass wir deutlich gemacht haben, was geht und was geht nicht. Und dass wir in alle diese Gespräche sehr ernsthaft hineingegangen sind, aber auch mit dem klaren Anspruch, wir wollen den Politikwechsel in Nordrhein-Westfalen. Dafür stehen wir und dafür haben wir gekämpft. Und natürlich haben wir die ersten Gespräche mit den Grünen geführt, ja? Da gab es schon eine gute Grundatmosphäre. Wir haben so Körbe gepackt. Wo haben wir gemeinsame Inhalte? Wo sind wir vom Ziel her ähnlich, aber vielleicht mit unterschiedlichen Wegen? Und wo unterscheiden wir uns? Wo gibt es Differenzen? Und der Korb der Gemeinsamkeiten war schon ziemlich gut gefüllt. Aber mit Ihnen alleine reicht es nicht. Also haben wir zunächst die Gespräche mit der Linken geführt. Da ist viel drüber geschrieben worden und viel drüber geredet worden. Es kamen auch viele Anfragen in die Partei. Ich kann euch sagen, auch dieses Gespräch haben wir sehr ernsthaft geführt. Aber es ging nicht. Und das war nicht nur unsere Meinung, sondern auch die der Grünen Sondierungskommission. Die entscheidende Frage war dabei nicht und nicht nur das Verhältnis zur DDR. Die Demokratiefestigkeit darf man nicht unterschätzen. Aber für mich ganz persönlich entscheidend war der Punkt und die Phase, in der wir versucht haben herauszufinden, wie regierungs- und koalitionsfähig sind die eigentlich? Wie kann man eigentlich auf sie bauen? Gibt es eine Chance für eine verlässliche, vertrauensvolle Zusammenarbeit? Und als dann deutlich wurde, die Linkspartei will eigentlich Regierung und Opposition in einem sein, da sage ich, war es richtig, nach relativ kurzer Zeit einen Schnitt zu ziehen und zu sagen, das geht so nicht, so kann man nicht regieren in Nordrhein-Westfalen. Dann sind wir in die Gespräche gegangen mit der CDU. Und für mich hochinteressant zu sehen, wer dort uns gegenüber saß, bei welchem inhaltlichen Austausch, der übrigens in allen Sondierungsgesprächen gut war, auch auf der persönlichen Ebene. Und es war hochinteressant zu sehen, wenn man mal wirklich ernsthaft in inhaltlichen Dialog hineingeht, an welchen Stellen wer denn eigentlich nicken kann. Auch von den anderen Parteien, war hochinteressant. Aber am Ende, nach vielen, vielen Stunden, mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass die CDU nicht bereit war für einen wirklichen Politikwechsel. Und ich sage euch eins, es war gut, dass wir nicht bereit waren, auf unsere Inhalte zu verzichten, nur in den sicheren Hafen einer großen Koalition zu gehen. Das war richtig. Und übrigens bin ich felsenfest davon überzeugt nach wie vor, dass auch das alleine, dieses zarte Pflänzchen, von dem ich vorhin gesprochen habe, noch ein bisschen weiter hat wachsen lassen. Dann kamen die Gespräche um die Ampel herum. Diese Gespräche wurden von der FDP abgesagt. Sie haben irgendwann unterbrochen und haben gesagt, das wird nichts. Ich glaube, dass die FDP erkennbar noch Zeit braucht, sich inhaltlich zu verändern.
Ich denke, die Umfragen, bei denen Sie im Augenblick stehen, und das Wahlergebnis in Nordrhein-Westfalen sprechen eine deutliche Sprache. Aber dieser Wechsel, der da erfolgen muss, da muss man Ihnen auch Zeit geben. Deshalb wünschen wir Ihnen Glück in diesem Prozess, und das meine ich mit vollem Ernst. Auch nachdem die Ampel gescheitert war und die CDU nochmal auf uns zukam, und das möchte ich hier nochmal mit in aller Öffentlichkeit auch sagen, gab es keine weiteren konkreten Angebote der CDU in Blick auf Politikwechsel. Und ihr wisst, eines der wichtigsten Themenfelder war der Bereich Bildung. Und über die Begriffe Schulvielfalt und Schulfrieden hinaus wurden uns keinerlei konkreten Angebote gemacht. Und deshalb war es dann auch folgerichtig, dass der Landesvorstand einstimmig entschieden hat, hier nicht in Koalitionsverhandlungen einzutreten. Wir haben uns dann entschlossen, die inhaltlichen Positionen aus dem Landtag heraus voranzutreiben. Warum? Mit wehenden Fahnen nach diesen Sondierungsgesprächen in eine Minderheitsregierung zu gehen, habe ich für schwierig gehalten. Aber es passierte dann etwas sehr schnell, was ich so schnell nicht erwartet hätte, nämlich dass die Regierung sich aufgelöst hat. Die CDU hat erklärt und dann auch die FDP, es gäbe keine inhaltlichen Absprachen mehr in der Regierung. Man würde zwar seine Minister da noch geschäftsführend im Amt lassen, aber man würde sich über inhaltliche Positionen keinesfalls mehr abstimmen. Das bedeutet, dass dieser Ministerpräsident dann sich nur noch berufen kann auf seine 67 Stimmen seiner CDU-Fraktion. Und das ist eine Minderheitsregierung, die diesem Land nicht gut tät. Deshalb mussten wir handeln und deshalb sind wir dann den Weg Richtung Minderheitsregierung gegangen. Das war richtig an dieser Stelle. Und ich bleibe dabei, dass das keine einfache Konstellation wird. Die Erwartungen sind hoch. Jürgen Rothaus hat schon einige geschildert. Das ist auch richtig so. Aber es ist keine einfache Konstellation. Darüber dürfen wir uns nichts vormachen. Und die Bürgerinnen und Bürger, auch die Partei, wird uns messen an dem, was wir davon umgesetzt bekommen. Wir brauchen hier und da an verschiedensten Stellen Stellen von unterschiedlichen Partnern in diesem Parlament. Das ist keine gelebte Tradition in Nordrhein-Westfalen. Dafür muss man auch im Parlament anders miteinander umgehen. Ich hoffe, dass die anderen Fraktionen im Landtag sich ihrer Verantwortung für das Land und für die Menschen hier in Nordrhein-Westfalen bewusst sind. Nur fundamental Opposition zu machen und sich hinzusetzen in die Schmollecke, bringt unser Land in diesen schwierigen Zeiten nicht voran. Wir laden alle Fraktionen ausdrücklich ein, mit uns gemeinsam das Beste für Nordrhein-Westfalen zu gestalten. Ich habe gesagt, wir sind da nicht mit wehenden Fahnen hineingegangen, aber unser Ziel ist es, mit den Grünen gemeinsam das Ganze so stabil wie möglich zu gestalten. Und deshalb waren die Koalitionsverhandlungen sehr intensiv und sehr zielgerichtet. Wir haben gerade mal 15 Tage gebraucht, den Vertrag unter Dach und Fach zu bekommen. Das war ein sehr ehrgeiziger Zeitplan. Mein Dank gilt an dieser Stelle all denjenigen, die daran mitgewirkt haben, in den Arbeitsgruppen, in der Sondierungskommission und in den Koalitionsrunden. Ich sage euch das aus vollem Herzen. Ich bin stolz wie Bolle auf diese Partei. Wir waren immer die, die am besten vorbereitet waren. Wir waren immer die, die auf dem Punkt da waren. Und wir waren immer die, die geschlossen agiert haben. Und dafür danke ich all denjenigen, die mitgewirkt haben. Wir haben eine klasse Partei und wir haben klasse Nachwuchs, das kann ich euch sagen. Ja, der ehrgeizige Zeitplan ist eingehalten worden, aber wir wissen, entscheidend für ein gutes Ergebnis ist nicht, wie schnell es zustande kommt, sondern entscheidend sind die Inhalte. Und diese sind aus meiner Sicht die Stärke des Vertrages, den wir euch heute vorgelegt haben.
Wir haben in sehr kurzer Zeit ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Die Inhalte stimmen und sie tragen unsere sozialdemokratische Handschrift. Wenn ihr das mal vergleicht mit dem, was wir im Wahlkampf den Bürgerinnen und Bürgern angeboten haben, dann wird das sehr schnell deutlich. Aber die Vereinbarung trägt zu Recht auch die Handschrift der Grünen. Und das ist auch gut so. Denn es ist ganz wichtig, dass wir eine belastbare Grundlage für erfolgreiche Regierungsarbeit über 5 Jahre gelegt haben. Die Koalitionsverhandlungen haben nämlich bewiesen, wir wollen gemeinsam den Erfolg dieser Regierung. Hier hat keiner den anderen über den Tisch gezogen oder Kröten geschluckt. Da hätten die Grünen eh aufgepasst, weil die passen ja besonders auf die Kröten auf. Beide Parteien ging es erkennbar um die Sache. Und in der Sache waren wir bei vielen Fragen nah beieinander. Das habe ich schon in den Sondierungsgesprächen gemerkt. Da passte vieles zusammen, da war eine gute Basis. Aber entscheidend war, dass beide Seiten kompromissfähig und kompromisswillig waren. Und deshalb danke ich an dieser Stelle ausdrücklich, ich habe auch eine Videobotschaft rübergeschickt, den Bündnis 90 den Grünen. Das war eine klasse Atmosphäre und ich sage, ich habe ein gutes Gefühl für diese Regierungszeit. Ein wirklich gutes Gefühl. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben uns gemeinsam verabredet, uns in der gemeinsamen Landesregierung auf 5 zentrale Aufgaben zu konzentrieren. Es sind die Felder, die wir als Schwerpunkte erarbeitet hatten. Ich will sie hier noch einmal nennen. Das erste und wichtigste Thema für uns war, wir wollen kein Kind mehr verlieren. Wir wollen unser Bildungssystem gerechter und leistungsfähiger machen. Unser gemeinsames Ziel ist die beste Bildung für alle. Entlang der gesamten Bildungskette werden wir für unsere Kinder und ihre Zukunft kämpfen. Das ist die Botschaft dieses Koalitionsvertrages. In den Kitas wird das letzte Jahr beitragsfrei sein, damit es eben keine soziale Hürde mehr gibt, die Kinder von frühkindlicher Bildung und von individueller Förderung abhält. Gleichzeitig werden wir die frühe Förderung qualitativ verbessern. Hier muss dringend nachgearbeitet werden. Wir alle wissen das. Im Kinderbildungsgesetz steht von Bildung was drauf, aber Bildung drin ist leider nicht so viel möglich gewesen. Wir wollen die Qualität heben und wir wollen aber auch dafür sorgen, dass die Kinder über diesen Bildungsstart gute Chancen haben für ihren weiteren Weg. Kein Kind mehr verlieren. Das ist und bleibt meine persönliche Herzensangelegenheit und daran müssen wir arbeiten. Im Schulbereich ist unser wichtigstes Projekt die Gemeinschaftsschule. Wir setzen auf das Prinzip länger gemeinsam lernen. Und wir haben in diesem Koalitionsvertrag mit den Grünen einen sehr behutsamen Weg für die Einführung der Gemeinschaftsschule verabredet. Wir verbinden damit als künftige Minderheitsregierung ein ausdrückliches Angebot zur Zusammenarbeit in der Schulpolitik, ganz besonders in der Schulpolitik, an alle anderen Fraktionen im Landtag. Mit uns, das ist die Botschaft, wird es keinen Schulkrieg geben. Wir wollen, dass es unseren Kindern besser geht. Das ist unser Weg. Und ich rate allen dazu, sich unsere Vorschläge genau anzuschauen und sich damit in Ruhe zu befassen. Nein zu sagen geht manchmal schnell, aber aus dieser Verweigerungshaltung dann wieder herauszufinden, das ist dann manchmal ein etwas schwieriger Prozess. Wir wissen aus den Sondierungsgesprächen mit allen anderen im Landtag vertretenen Parteien, niemand glaubt mehr, dass es ohne Reformen in unserem Schulsystem so weitergehen kann. Wir sagen, auf diese Erkenntnis müssen endlich Taten folgen. Jetzt in den letzten Tagen gingen die neuen Statistiken durch die Presse. Wie viele Kinder, viel zu viele Kinder, keinen Schulabschluss schaffen. Es ist unsere Aufgabe, als Politikerinnen und Politiker, unabhängig von jeder Partei, dieses Dilemma endlich zu beenden. Und wir wissen, dazu müssen wir längeres gemeinsames Lernen umsetzen in diesem Land.
unser Wahlprogramm war da sehr klar. Ich glaube, in dieser Situation und in einer Koalition mussten wir Kompromisse eingehen und ich glaube, dass das gut ist, das zu tun. Denn wir wollen, dass dieser Prozess nicht von oben verordnet wird, dass nicht ein Schalter umgelegt wird, sondern wir wollen diesen Prozess und werden ihn gemeinsam mit den Kommunen, mit den Lehrerinnen und Lehrern, mit den Eltern und den Schülerinnen und Schülern gestalten. Unser Ziel ist dabei, in den nächsten 5 Jahren mindestens 30% der in Frage kommenden Schulen in Nordrhein-Westfalen zu Gemeinschaftsschulen umzuwandeln. Und wir wissen, es gibt viele Regionen, viele Städte, die das wollen. Wir werden sie bei der regionalen Bildungsplanung unterstützen. Das ist Kern unseres Programms und das werden wir umsetzen. Und das Ganze wird dann Basis eines durchlässigeren Schulsystems, das wir dringend brauchen, in dem alle Kinder wirklich alle Chancen haben. Aber wir lassen die Schulen, die sich nicht umstellen wollen oder nicht können oder die darüber noch gar nicht nachdenken, die lassen wir auch nicht aus der Verpflichtung heraus. Denn eins muss gelten und wird gelten in Nordrhein-Westfalen. Jede Schule wird für die Kinder die Verantwortung behalten, die einmal auf diese Schule gehen. Es wird kein Abschulen mehr geben in Nordrhein-Westfalen. Auch das ist wichtig. An den Hochschulen, da sind wir sehr klar. Und da werden wir das umsetzen, was wir versprochen haben. Wir werden die soziale Hürde der Studiengebühren einreißen, liebe Genossinnen und Genossen. Weg mit den Gebühren im Hochschulbereich. Das werden wir umsetzen. Und ihr wisst das, ich war mal Wissenschaftsministerin. Deshalb weiß ich, was da los ist in den Hochschulen. Und deshalb war mir und vielen von uns immer wichtig, das darf nicht bedeuten, dass wir den Hochschulen das Geld wegnehmen. Die brauchen das dringend, gerade zur Verbesserung der Qualität der Lehre. Wir wollen, dass die Schülerinnen und Schüler mit drauf schauen, wo dieses Geld und wie es investiert wird. Aber wir wollen das Geld den Hochschulen belassen. Das ist das Wort, was wir gegeben haben und das ist das Wort, was wir auch halten werden. Und lasst mich das noch sagen, denn dabei geht es auch darum, dass niemand entlassen werden muss. Da gibt es schon Gerüchte in den Hochschulen, da wird schon gesagt, wer wo welche Stellen wieder weggenommen kriegt. Nein, das wird nicht passieren, denn wir werden Wort halten. Und die Studierenden, ich weiß, das hätten ja am liebsten die Gebühren sofort weg, am besten morgen, völlig klar. Und dann womöglich auch noch alles wieder zurückzahlen, was schon mal bezahlt worden ist. Wäre auch schön, weiß ich, ist aber nicht machbar. In der Situation ist das nicht machbar. Das ist schon eine enorme Schippe Geld, die wir in die Hand nehmen müssen. Aber es gibt auch noch so ein paar Hindernisse, warum das nicht ganz so schnell geht, wie ihr es gerne hättet. Denn wir müssen jetzt erstmal ein Gesetz vorbereiten, das muss beraten werden mit den üblichen Fristen im Landtag. Und dann wollen wir im Haushalt 2011 diese Regelungen sozusagen in geldliche Flüsse umsetzen. Und deshalb sagen wir euch, Wintersemester 2011, 2012 auf Null, das ist ein Wort und das gilt. Der zweite Punkt. Wir wollen unsere Wirtschaft stärken und zugleich einen wirksamen Klima- und Umweltschutz sicherstellen. Und wir wissen, Klima- und Umweltschutz ist immer auch Sozialpolitik. Das gehört dazu. Ist immer auch Sozialpolitik. Grüne und SPD haben sich in diesem Vertrag gemeinsam zu Nordrhein-Westfalen als Industriestandort bekannt. Wir haben deutlich gemacht, industrielle Produktion war und ist Grundlage unseres Wohlstandes hier in unserem Land. Genauso werden wir uns für den Mittelstand, für das Handwerk und für die freien Berufe einsetzen. Wir wollen, ja, da darf man ruhig klatschen, finde ich schon richtig. Wir wollen und wir werden den Wirtschaftsstandort erfolgreich halten. Aber wir werden das Wichtige tun, was jetzt getan werden muss, um diesen Wirtschaftsstandort zukunftsfest zu machen.
Wir wollen mehr Innovationen anstoßen, Potenziale besser ausschöpfen. Dazu gehört die Bereitschaft und der Mut zum Wandel, zur Innovation. Unsere Wirtschaftspolitik soll der Motor für diesen Prozess sein. Und wir wollen gemeinsam einen sozial-ökologischen Umbau unserer nordrhein-westfälischen Wirtschaft einleiten. Wirtschaft und Industrie auf der einen und Klimaschutz auf der anderen Seite bilden eben keinen Widerspruch. Der richtige Weg ist, beides zusammenzuführen. Und unser Fortschrittsmotor Klimaschutz, der sich im Programm wiederfindet, der findet sich auch im Koalitionsvertrag wieder. Hier liegen die Potenziale für neue Arbeitsplätze, für dauerhafte Arbeitsplätze, die wir dringend in diesem Land brauchen. Denn unser Ziel ist und bleibt Vollbeschäftigung in Nordrhein-Westfalen. Und der dritte Punkt, kommt euch alles bekannt vor? Wir wollen und werden das Prinzip gute Arbeit durchsetzen. Dauerhafte Arbeitsplätze, gute Arbeitsbedingungen, faire Bezahlung und wirksame Mitbestimmung. Hier stehen wir vor einer riesigen Aufgabe. Wir müssen über den Bundesrat Richtung Berlin aktiv sein. Wir müssen aber hier in Nordrhein-Westfalen vor allem auch unsere Hausaufgaben machen. Und wir müssen als Arbeitgeberland selbst unseren politischen Ansprüchen gerecht werden. Unsere Ziele sind dabei klar. Wir wollen die prekäre Beschäftigung zurückdrängen. Es muss wieder gelten, dass die Menschen einen vernünftigen Arbeitsplatz haben, von dem sie ausgehen können, dass er halbwegs sicher ist und dass sie davon auch leben können. Das wird das Ziel sein für Nordrhein-Westfalen. Und einer der zentralen Punkte in den Wahlkampfauseinandersetzungen, das Wort gilt, und Guntram als Person, der vorher bei der Forderung war, muss es jetzt umsetzen. Wir werden wieder Mitbestimmungsland Nummer eins. Und die Mitbestimmung im öffentlichen Dienst kommt dahin zurück, wo sie hingehört. Übrigens auch, ich komme ja nachher noch zum Haushalt, übrigens auch, weil wir wissen, dass wir natürlich Effizienzsteigerungen brauchen im öffentlichen Dienst. Aber wir wissen, als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, wenn man die wirklich erzielen will, dann kann man das und muss man das mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen, denn die wissen, wo solche Effizienzreserven noch liegen. Und deshalb wollen wir das gemeinsam tun. Und der vierte Punkt. Jürgen Rothaus hat es angesprochen. Wir werden die Kommunen in Nordrhein-Westfalen wieder handlungsfähig machen, denn das ist eines der ganz wichtigen Ziele. Da liegen die Grundlagen für eine gute Zukunft für Nordrhein-Westfalen. Auch da gilt es, Richtung Berlin aktiv zu werden. Du hast es angesprochen. Wir brauchen eine verlässliche finanzielle Basis für unsere Kommunen. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass das, was an sozialen Lasten bei den Kommunen gelandet ist, nicht mehr nur von ihnen geschultert werden kann. Aber für uns ist auch wichtig, dass den hochverschuldeten Städten in Nordrhein-Westfalen geholfen wird. Wir können nicht zulassen, dass weiterhin Büchereien, Kindergärten, Schwimmbäder und andere Einrichtungen geschlossen werden. Das dürfen wir nicht weiter zulassen. Vor Ort entscheidet sich, ob der gesellschaftliche Zusammenhalt gelingt. Das sind unsere Kommunen und deshalb sind die für uns systemrelevant, liebe Genossinnen und Genossen. Dabei gilt, wir wollen einen Konsolidierungspakt für die Kommunen. Wir nennen das Stärkungspakt Stadtfinanzen. Auch der findet sich jetzt im Koalitionsvertrag wieder. Es ist ein zentraler Punkt. Wir müssen den Kommunen endlich wieder Luft verschaffen, damit sie die Möglichkeit haben, zu investieren. Und da kommt beides zusammen. Kein Kind mehr verlieren heißt, wir müssen bei den Eltern anfangen. Wir müssen in vorbeugende Strukturen investieren. Das sind keine freiwilligen Leistungen. Das sind Zukunftsinvestitionen, die wir hier tätigen müssen. Und wir sind bereit, das mutig zu tun, gegen alle Widerstände. Und der fünfte Punkt.
Wir wollen und wir werden daran arbeiten, den gesellschaftlichen Zusammenhalt wieder zu stärken und die immer tiefer gehende soziale und gesellschaftliche Spaltung zu stoppen. Das ist die Klammer und die Grundlage unserer Politik. Wir wollen, dass es in diesem Land fair, wieder fair und gerecht zugeht. Und darum haben wir auch das Prinzip, starke Schultern können und müssen mehr tragen als schwache, in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben. Das ist heute wichtiger denn je. Nach dem Höhepunkt der Finanz- und Wirtschaftskrise wollen schon einige wieder gerne zur Tagesordnung übergehen. Die Trümmer, die sollen dann andere wegräumen. Die Belastungen landen bei denen, die sich am wenigsten wehren können. Nein, das ist mit uns nicht zu machen. Wir bleiben da klar. Die Verursacher der Krise müssen zur Finanzierung von deren Folgen herangezogen werden. Das ist und bleibt Politik der Sozialdemokratie in Nordrhein-Westfalen. Dafür werden wir weiterkämpfen. Ja, fair und gerecht, das ist manchmal so schnell dahingesagt. Manchmal ist im konkreten Fall schwer, den richtigen Weg zu finden, um zu helfen. Im tagtäglichen Politikgeschäft kommt dann noch die Gefahr hinzu, dass die gesellschaftliche Wirklichkeit hinter Gesetzen und Verordnungen, Aktenbergen und Vermerken verschwindet. Diese Gefahr sehe ich, auch wenn wir wieder Regierung sind. Und weil ich das nicht möchte, auch für mich persönlich nicht möchte, und weil ich das so als Bereicherung empfunden habe, sage ich euch, wir werden auch weiterhin als Partei gerade in der Situation, regierungstragend zu sein, einen Prozess brauchen, in dem wir uns immer wieder mit unseren politischen Inhalten erden. So rum. Und deshalb sage ich für mich ganz persönlich, ich habe das versprochen und ich werde das durchhalten. Auch als Ministerpräsident jeden Monat ein Tatkrafttag. Einen Tag mitarbeiten, dahin gehen, wo die Menschen mir sagen, was sie wirklich denken. Bodenhaftung ist aber ein wichtiges Stichpunkt. Die soziale und gesellschaftliche Spaltung stoppen, das wird uns nur gelingen, wenn es uns gelingt, die vielen Hunderttausenden von Ehrenamtlichen in Vereinen, Verbänden, im Sport, bei den Kirchen und in anderen sozialen Organisationen mitzunehmen und einzubeziehen. Gemeinsam müssen wir Politik und gesellschaftliche Integration, gesellschaftliche Gruppen für Integration, für Inklusion und für den Zusammenhalt der Gesellschaft werben und kämpfen. Entscheidend sind die Werte, an denen wir uns dabei orientieren. Solidarität und Gemeinsinn, Selbstverwirklichung und Freiheit, aber auch Verantwortung des Einzelnen für sich selbst und für die Gemeinschaft. Daran werden wir uns orientieren, auch und insbesondere in den nächsten 5 Jahren. Liebe Genossinnen und Genossen, lasst mich zum Schluss noch ein paar Sätze sagen zu den finanziellen Rahmenbedingungen unserer zukünftigen Regierungspolitik. In den Zeitungen ist ja da einiges zu lesen und manches geht auch durcheinander. Richtig ist, dass wir noch in diesem Jahr einen Nachtragshaushalt für 2010 vorlegen werden, in dem die Neuverschuldung für 2010 drastisch steigen wird. Das ist aber keine Folge unserer politischen Verabredung. Da ist noch nichts von dem drin, was wir politisch gestalten wollen, sondern es handelt sich um die Schlussbilanz der Vorgängerregierung, die wir nach einem genauen Kassensturz vorlegen werden. Wir sind dazu gezwungen, weil die wahre Haushaltslage im Wahljahr massiv verschleiert wurde. Die Einbrüche bei den Steuereinnahmen sind viel zu niedrig angesetzt worden. Die Vorsorge bei den Risiken der WestLB und bei den Pensionslasten wurde vernachlässigt. Und das Kiebitz, das wissen alle, die irgendwo damit zu tun haben, ist drastisch unterfinanziert. Und in der Öffentlichkeit wurde eine Lehrerlücke verschwiegen. Da geht es insbesondere um Stellen bei den Berufskollegs. Und eins gilt auch in die Schlussabrechnung, nämlich das Geld, was den Kommunen zusteht, werden wir über diese Schlussabrechnung auch den Kommunen geben. Denn das gehört zur Schlussbilanz dieser Regierung dazu.
Nach dem, was jetzt absehbar ist, und wir haben inzwischen viel mehr Informationen vorliegen, wird dann deutlich, dass die Neuverschuldung in diesem Jahr nicht bei den behaupteten 6,6 Milliarden Euro liegt, die übrigens rein zufällig ganz knapp unter der letzten Neuverschuldungsspitze von Rot-Grün lag, ganz zufällig. Erkennbar ist, dieser Finanzminister, der viel von Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit gesprochen hat, hat alles getan, um im Wahljahr unter dieser Grenze drunter zu bleiben. Und deshalb müssen wir diesen Kassensturz machen. Deshalb werden wir das offenlegen und es werden über 9 Milliarden Euro werden. Das ist eine dramatische Zahl. Das ist eine schwierige Situation. Und das ist die Verantwortung der CDU-FDP-Regierung in diesem Land. Und da werden wir diese Verantwortung auch lassen, liebe Genossinnen und Genossen. Da lassen wir uns nichts in die Schuhe schieben. Vieles davon sind einmalige Zahlungen, Gott sei Dank, sodass sie nicht sozusagen im nächsten Jahr wieder auf der Agenda stehen. Nichtsdestotrotz werden wir auch im Haushaltsjahr 2011 nicht um neue Schulden herumkommen. Aber in diesem Haushaltsjahr sagen wir ganz bewusst, auch in schwieriger Zeit, wollen wir Geld in die Hand nehmen. Rund 1 Milliarde Euro für die Ziele, die ich vorhin geschildert habe. 1 Milliarde Euro für unsere Kinder, für die Bildung und für die Städte und Gemeinden in diesem Land. Wir wollen, dass Zukunft möglich ist, dass NRW eine gute Zukunft bekommt. Dafür muss man den Mut haben, auch in schwieriger Zeit zu investieren. Und diesen Mut haben wir, liebe Genossinnen und Genossen. Manches, was wir uns vorgenommen haben, wird sich schnell realisieren lassen. Manches kostet auch kein oder jedenfalls nicht viel Geld. Manches ist allerdings eine Daueraufgabe und wird uns viel Kraftanstrengung kosten und wird auch richtig teuer. Qualitativ hochwertige Förderung in den Kitas hat ihren Preis, genauso wie die Beitragsfreiheit und der Zuschuss zum warmen Mittagessen für die armen Kinder. Beste Bildung ist nicht zum Nulltarif zu haben. Gute Schulen kosten gutes Geld. Und wer möglichst viel junge Menschen mit guten Abschlüssen will, der muss die Hochschulen mit Landesgeld fit machen, statt mit Studiengebühren. Und Hilfen für die Kommunen sind ebenfalls nicht zum Nulltarif zu haben. Wenn wir sie in die Lage versetzen wollen, Zukunftsinvestitionen zu tätigen, vorzubeugen statt zu reparieren, dann müssen wir dafür Mittel im erheblichen Umfang bereitstehen. Bitte helft mit, macht den Rücken breit dafür. Lasst uns nicht in die Ecke drängen. Denn das ist die Aufgabe, die wir jetzt haben. Wir müssen für eine gute Zukunft von Nordrhein-Westfalen sorgen. Das ist der Weg von Rot-Grün in NRW. Und lasst uns das ganz deutlich und offensiv vertreten. Das ist gut angelegtes Geld. Wir werden mittelfristig die Ausgaben senken können, wenn wir heute an den richtigen Stellen investieren. Und eins ist auch klar, CDU und FDP, die entlasten Hoteliers und Besserverdienende. Wir entlasten Studierende, Familien und notleidende Städte. Das ist allemal besser, liebe Genossinnen und Genossen, allemal besser. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, heute wollen wir Bilanz ziehen der Gespräche und der Verhandlungen. Es ist klar und sollte klar sein, eine Koalitionsverhandlung, da kann am Ende nicht unser Wahlprogramm zu 100% rauskommen. Wir hätten vieles vielleicht präzise an der einen oder anderen Stelle oder mit einem anderen Akzent gehabt. Mancher Kompromiss hat uns Bewegung abverlangt, aber den Grünen auch. Insgesamt ist das Ergebnis, wie ich finde, sehr gut vertretbar. Denn viele Punkte aus unserem Wahlprogramm finden sich im Vertrag wieder. Ihr könnt mit gutem Gewissen
an die Infostände und in die Versammlung gehen und selbstbewusst sagen, dieser Vertrag trägt unsere Handschrift. Mit diesem Vertrag werden neue Wege und neue Chancen für Nordrhein-Westfalen eröffnet. Lasst uns gemeinsam neue Wege gehen. Ich danke für euer Vertrauen in dem gesamten Prozess. Danke euch. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, denkt an die Genossinnen und Genossen aus Ostwestfalen-Lippe. Auch die wollen Deutschland heute Abend noch den dritten Platz holen sehen. Deshalb lasst uns in die Diskussion gehen. Danke euch.